Okay, hier ist die Musik gleich schon mal sehr angespannt. Angar, ihr seid nicht willkommen, Fremdling. Verschwindet. Ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Oh, da werden wir umringt. Niemand wird ohne guten Grund zu wilde Wülften vorgelassen. Was wollt ihr von ihm? Es ist eine private Angelegenheit. Sie ist nur für seine Ohren bestimmt. Ich bin ein Abgesandter von Zehenstädte. Sie möchten ein Friedensabkommen schließen. Ich muss mich auf den Weg machen. Die Bullen. Nehmen wir die zwei. So, so, diese Schlappschwänze von Fischhändlern wollen also Frieden. Ich würde sie nicht Schlappschwänze bezeichnen, nur weil sie einen Krieg vermeiden wollen. Ja, sie haben nichts für den Krieg übrig und möchten ihn vermeiden. Ich muss mich auf den Weg machen. Nehmen wir die Eins. Hm. Wenn sie nur etwas Mumm in den Knochen hätten, kämen sie selber, um Wildfan zu sehen. Stattdessen schicken sie einen Fremden. Woher wisst ihr, dass ich nicht aus Zehnstädte bin? Euer Aussehen, eure Haltung. Ihr seid keine Stadtbewohner. Das sieht jeder Blinde mit Krückstock. Aha, ich möchte mit Wildfan reden. Na schön, ich bringe euch zu ihm. Kommt mit. Das ist ein großes Zelt mit vielen Eingängen. Es erscheint Wilfdeg, gesegnet und geleitet vom Geiste Jerods. Einst König des Stammes der Bären, jetzt König des Stammes des großen Wirm. Krieger vom Stamm des Wirm. Es erscheint, also das Wilfdeg, nicht Wilfried. Wilfdeg. Ja. Sohn von Fengar dem Furchtlosen, Bezwinger des Zwergenspitzels, den er allein und mit einem einzigen Schwerthieb tötete. Schlechter des großen Bären. Genug. Eure Worte ehren mich, doch sie sind an diese Fremdlinge verschwendet. Sie wissen nichts von unserer Lebensweise und finden derartige Bräuche sicherlich langweilig. Es wäre mir eine Ehre, von euren Taten zu hören, Wilfdeg. Ein anderes Mal vielleicht. Jetzt möchte ich jedoch wissen, was euch zu mir führt. Ja, ich bin Abgesandter von Zehnstädte. Sie möchten ein Friedensabkommen schließen. Euer Ausrufer bezeichnet euch als gesegnet und geleitet vom Geiste der Isgeroth. Was meint er damit? Ich bin ein Abgesandter von Zehnstädte. Nehmen wir mal die zwei. Der, den sie Wilfdeg nannten, starb und wurde zur ewigen Ruhe gebettet. Als sich sein Geist anschickte, die sterbliche Hülle zu verlassen, hatte er eine Vision. Jerrod, der Erretter aus alten Tagen, erschien ihm. Er bat Wilfdeg, sich ihm anzuschließen. Zusammen, sagte er, könnten sie die Stämme wieder zu ihrem früheren Ruhm führen. Diese Ehre konnte Wilfdeg nicht ablehnen. An diesem Tag erwachte ich. Ich bin weder Wilfdeg noch Jerrod, sondern beide in einem Körper verschmolzen. Ich habe die Stämme zusammengeführt. Okay. Und unter meiner Führung wird mein Volk wieder die Herrschaft über den Norden erringen. Aha. Also, ich will jetzt wissen, was ihr von mir wollt. Redet, Fremdling. Ja, ich bin Abgesandter von Zehnstädten. Sie möchten ein Friedensabkommen schließen. Mir war gar nicht bewusst, dass sich unsere Völker im Kriegszustand befinden. Euer Besuch hat nicht vielleicht damit zu tun, dass sich Wilde vor euren Toren versammelt haben? Bei allem Respekt, ich betrachte euer Volk nicht als Wilde, Wilfdeg. Euer Volk nennt uns Barbaren, Fremdling. Heißt das in eurer Sprache nicht unzivilisiert, wild oder primitiv? Schon, aber ich soll euer Volk nicht eure so. Eure persönliche Ansicht macht ja wohl kaum die Meinung der Zehnstädte wett, die ihr vertretet. Euer Volk sieht nur, dass die Wilden vor der Tür stehen
und befürchtet sofort das Schlimmste. Beim Respekt, Wilf, denn die Stämme haben sich schon früher gesammelt und 10 Städte angegriffen. Die Bewohner von 10 Städte möchten Konfrontationen in Zukunft vermeiden. Bei allem Respekt? Eine interessante Wortwahl für einen Fremdling. Wir sprechen nicht zufällig von demselben Respekt, den die 10 Städter uns erwiesen, als sie unser Land stahlen. 10 Städte ist klein und die Tundra ist weit. Es ist doch sicher Platz für alles da, sodass wir im Frieden miteinander leben können. Die Stämme sind Nomaden. Vielleicht wussten die Städte ja gar nicht, dass sie euer Land besetzen. Nehmen wir mal das. Unsere Völker kennen einander seit Jahrhunderten, Fremdling. Die Leute aus 10 Städte wussten genau, was sie taten, als sie sich hier ansiedelten. Da könnt ihr euch nicht mit Unwissen herausreden. Ja, 10 Städte ist klein und die Tundra ist weit. Lebensraum für alle? Eure Zivilisation hat sich wie eine Heuschreckenplage über Faerûn ausgebreitet. Nach Osten, Westen und Süden ist das Land von euren Städten verpestet. Nur hier im Norden blieb das Land verschont, bis euer Volk die Fische in den Seen entdeckte. Jetzt beginnt sich euer Verderben auch hier auszubreiten. Was werdet ihr als nächstes entdecken, das euch weiter in unsere Gebiete treiben wird? Welche Schätze wollt ihr uns noch entreißen? Schätze? Nein, es wird hier keinen Lebensraum für mein Volk geben. Ihr werdet euch weiter ausbreiten und uns immer mehr nach Norden treiben, bis das Land endet und wir in der Kälte zugrunde gehen. Ihr könntet einen Vertrag mit 10 Städten abschließen und die Grenzen der Ausbreitung festlegen. Wir haben kein Interesse an Verträgen oder Grenzfestsetzungen. Wir werden uns unser rechtmäßiges Eigentum zurückholen. Erst dann sind wir sicher. Die Leute aus 10 Städten wollen euer Volk nicht vertreiben, Wilf, denn... Das sagt ihr so, Fremdling. Aber ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Mein Volk wurde schon weit vom Land seiner Ahnen vertrieben. Ihr braucht nur einen Blick auf die Landkarte zu werfen, um zu erkennen, dass ich die Wahrheit sage. Unsere Stämme wanderten einst vom Grat der Welt im Süden bis zum endlosen Meer im Norden. Jetzt kommen wir ohne eure Erlaubnis nicht weiter südlich als bis zu Kelvins Grabmal. Die Hälfte des Landes unserer Ahnen ist uns verwehrt. Das lässt sich nicht abstreiten, Wilf, denn ich kann euch nur darum bitten, dass unsere beiden Völker nach einem gemeinsamen Basis suchen, auf der wir den Frieden bauen. Was wäre, wenn 10 Städte eurem Volk einige der Landstriche zurückerstatten würde? Oh, ihr wollt uns großzügig überlassen, was uns sowieso gehört? Warum sollten wir darauf eingehen, wenn wir uns doch auch mit Gewalt nehmen können, was uns zusteht? Weil ein Krieg doch eine sinnlose Verschwendung von Menschenleben ist, Wilf, denn unsere Völker würden beide unnötig leiden. Warum suchen wir die stattdessen nach einer gemeinsamen Basis? Schön gesagt, Fremdling. Und welche gemeinsame Basis schwebt euch davor? Handel vielleicht? Nein. Wir sind ein einfaches Volk und haben nichts zu bieten, das ihr schätzen würdet. Kulturelle Bindungen? Nein. Wir sind Nomaden und ertragen das Leben in den Städten nicht, in denen eure Zivilisation gedeiht. Oder Religion? Nein. Selbst jetzt ist uns der Zutritt zu unserem höchsten Heiligtum, Jeroths Stein, verwehrt. Er liegt eingesiegelt unter einem Fremdlingstempel. Fremdlingstempel? Jeroths Stein liegt unter dem Tempel des Tempus. Leider ist Jeroths Stein eigentlich kaputt mittlerweile. Ist er nicht auch euer Gott? Jeroths Stein wurde nur zum Schutz eingesiegelt. Nehmen wir mal Tempus. Wir verehren Tempus, nicht Tempus! Euer Volk hat sogar seinen Namen geändert und uns diese winzige Verbindung verweigert. Das ist doch nur ein Name, Wilf, denn er ist trotzdem derselbe Gott und wird von beiden Völkern verehrt. So, ihr meint also, Namen haben keine Bedeutung, Fremdling? Für uns bedeutet der Name unsere Identität als Volk. Und er ist Träger von Ehre und Respekt. Und das bedeutet euch nichts, selbst wenn es um den Namen eines Gottes geht? Ihr beleidigt uns. Wilf, ich habe versucht, vernünftig mit euch zu reden, aber ihr dreht mir die Worte im Mund herum. Es muss doch einen Weg geben, Frieden zwischen unseren Völkern zu schaffen. Wenn ich euch glauben würde, dass ihr ein Abgesandter der 10 Städte seid, dann könnten wir uns vielleicht einigen. Aber ihr seid nicht, was ihr zu sein vorgebt, Fremdling. Ja, Erfahrungspunkt. Ihr habt versucht, vernünftig mit Wilfdin zu reden und 10 Städte Frieden zu bringen. Was meint ihr? Schaut euch doch an. Gehören Schwert und Rüstung vielleicht zur Ausstattung eines Gesandten?
Wohl kaum. Wir sind nur auf Nummer sicher gegangen. Es ist ja wohl wahrscheinlicher, dass ihr ein Meuchelmörder seid, der geschickt wurde, um mich umzubringen. Genau wie der letzte Abgesandte der 10 Städte. Ihr könnt seinen Kopf vor meinem Zelt bewundern. Ich bin kein Meuchelmörder, Wifton. Ein Meuchelmörder? Davon weiß ich nichts, Wifton. Ich bin kein Meuchelmörder. Seid ihr eben ein Spion, der für die 10 Städte unsere Stärken und Schwächen auskundschaften soll. So oder so. Ihr werdet dieses Zelt nicht lebend verlassen. Haltet inne, mächtiger Wilfdin. Diese Fremden sind unserem Volk freundlich gesonnen. Ich schwöre es. Oh, da ist Yolda wieder. Ich weiß es, weil ich es war, der sie gebeten hat, vor diesem Rat zu erscheinen. So, so. Sagt Yolda, warum würdet ihr so etwas tun? Ihr Kommen wurde von einer Vision prophezeit. Ich war auf der anderen Seite, großer König. Die Geister haben mir diese Helden und andere Bilder gezeigt, die den Willen von Tempus deuten. Wenn Tempus diese Fremden zu uns gerufen hat, dürfen wir uns keinesfalls entehren, indem wir sie in den heiligen Hallen von Hengoro erschlagen. Na schön. Wenn es der Wille von Tempus ist, werde ich mir den Rest auch anhören. Erzählt mir von eurer Vision, Yolda. Warum sind diese Fremdlinge hier unter uns? Ich weiß es nicht. Die Vision war über den Zweck ihrer Anwesenheit nicht deutlich. Aber es muss... Nicht deutlich? Ihr wagt es, mir unter die Augen zu treten, den Willen Tempus zu verkünden und dabei bleibt euch verborgen, was unser Herr von uns erwartet? Wie könnt ihr den Umhang eines Schamanen tragen, wenn ihr nicht von der Stimme des Herrn durchdrungen seid? Ich will kein Wort mehr von euch hören, Yolda. Ihr habt euer Volk und mich im Stich gelassen. Von diesem Tage an werdet ihr auf die Toteninsel verbannt. Dort könnt ihr über euer Versagen nachsinnen, bis ihr zu den Ahnen geht. Was die Fremdlinge angeht, ich will mich auch der zweifelhaftesten Vision eines Schamanen nicht widersetzen. Wenn es Tempus Wille ist, dass ihr Leben geschont wird, dann sei es. Schafft sie mir aus den Augen. Kommt mit mir, Yolda. So, damit werden wir wieder rausgeschafft. Stopp, Fremdling, kein Schritt weiter. Wilfdin hat euren Tod befohlen. Und ich werde dafür sorgen, dass seine Anordnung ausgeführt wird. Warum hat er meinen Tod befohlen? Keine Ahnung, es steht mir nicht zu, Wilfdins Anordnung anzuzweifeln. Der Schamane Yolda wurde auf die Toteninsel verbannt. Was geschieht jetzt mit ihm? Die Toteninsel ist ein finsterer Ort. Er wird entweder verhungern oder erfrieren. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Ihr habt Ankerinformationen zu Yoldas Verbannung enthalten. Warum kann er die Insel nicht einfach verlassen? Man kann die Insel nur mit dem Boot erreichen und auf der Insel selber gibt es keine Boote. Wenn er versuchen würde zu schwimmen, würde er mit Sicherheit erfrieren. Wo liegt die Toteninsel? In der Mitte des Sees in der Nähe von Einsamwald. Sie liegt ein ganzes Stück vom Ufer entfernt und kann nur mit einem Boot erreicht werden. Wir haben vor dem Rat in der großen Methalle gesprochen und versucht, ein Ende des Konflikts auszuhandeln. Wilfdin wollte nichts davon wissen und beschuldigte uns, Meuchelmörder zu sein. Er hätte uns getötet, wenn Yolda nicht eingegriffen hätte. Als Yolda seine Vision nicht erklären konnte, ist Wilfdin zornig geworden und hat ihn leider auf die Begräbnisinsel verbannt. Wir sollten uns ein Boot besorgen und ihn dort suchen. Und steht es euch zu, die Vision eures Schamanen anzuzweifeln? Visionen sind die Stimme Tempus. Durch sie erfahren wir seinen Willen. Ich zweifle nicht am Willen Tempus. Der Schamane Yolda sah mein Kommen in einer Vision. Er behauptete, ich sei zu hören berufen. Ja, ich war bei der Audienz dabei, als er zum Wilfdin gesprochen hat. Wenn es Tempus Wille ist, dass ich einem höheren Ziel diene, dann lehnt ihr euch mit einem Angriff auf mich gegen ihn auf. Schön, ihr könnt gehen, Fremdling. Verlasst diesen Ort und kommt nie wieder. Ich will mit dieser ganzen Angelegenheit nichts mehr zu tun haben. Na gut, lebt wohl. So sind wir ohne Blutbad hier rausgekommen. Es soll geschehen. Wir können nochmal mit Angar sprechen. Was wollt ihr schon wieder hier, Fremdling? Ich kann euch nicht hineinlassen. Geht. Darf ich euch einige Fragen stellen? Fragt, ich werde antworten. Ich kann.
Wer seid ihr? Ich bin Angar, Sohn des Ra, Krieger vom Stamme des Wolfes. Lass mich noch etwas anderes fragen. Ihr verschwendet meine Zeit. Ja, ich wollte dich eigentlich nach dem Meuchelmörder fragen. Wirftin hat einen Meuchelmörder erwähnt, der von den Zehnstädten geschickt wurde. Wisst ihr etwas darüber? Ein Fremdling tauchte hier auf und behauptete, ein Abgesandter von Zehnstädte zu sein. Er erhielt eine Audienz genau wie ihr. Während dieser Audienz behauptete Wilfdin, man sei ein Meuchelmörder oder ein Spion. Ihr habt von Angar Informationen über den gesuchten Meuchelmörder erhalten. Was hat er daraufhin getan? Wilfdin hat ihn gefoltert. Ich habe gesehen, was sie mit ihm gemacht haben und glaubt mir, ich hätte sonst was gestanden, um die Qualen zu beenden. Was hat er gestanden? Er behauptet, der Rat von Zehnstädte hätte ihn geschickt und der Abgeordnete von Einsamwald hätte ihn bezahlt. Er starb allerdings, bevor er sagen konnte, wofür er denn eigentlich bezahlt worden war.